Moin Leute, heute möchte ich euch einladen zu Istanbul to go 2019. Ja, was ist das? 2018 war ich das erste Mal in Istanbul gemeinsam mit meinem Buddy Feyzi Demirel. Feyzi ist derjenige, von dem auch dieser coole Istanbul-Bildband stammt, den ihr hier unscharf im Hintergrund seht. Ich hatte das Glück, dass Feyzi mir die Stadt gezeigt hat und ich war total begeistert. Also Istanbul, wirklich eine Megastadt. Und vor allem richtig tolle Menschen. Ein absolutes Paradies für Fotografen. Wir haben uns überlegt, da muss man doch irgendwie was draus machen. Und haben dann gedacht, Mensch, so eine Standard-Fotoreise mit geführtem Programm, das ist nicht so unser Ding. Wir wollten es ein bisschen offener gestalten. Und da kam die Idee für so eine Art Meetup, so eine Art Mini-Festival auf. Wir haben das dann Istanbul to go genannt. Die Idee ist ganz einfach. Jeder von euch reist auf eigene Faust an. Das heißt, ihr bucht euch einen Flug, ihr bucht euch eine Unterkunft, egal ob 5-Sterne-Hotel oder auch ein Airbnb, völlig Latte. Wir sind vom 30.04. bis 5.05. da und hoffentlich dann auch noch ganz, ganz viele andere Fotografen. Ihr habt dann die Möglichkeit, mit uns abends in größerer Runde einen Drink zu nehmen und ein bisschen über Fotografie zu schnacken. Ihr könnt tagsüber alleine losziehen oder in kleinen Gruppen mit anderen Fotografen, die ihr dann vor Ort kennengelernt habt. Ja, und wer möchte, der kann gerne an geführten Touren teilnehmen, die Feyzi und ich gemeinsam anbieten. Das heißt, wir werden Touren so von rund 3 bis 4 Stunden in verschiedene Stadtteile anbieten. Das sind Touren, wo ihr dann ein bisschen seht, wo kann man fotografieren, wo sind coole Ecken, was steht vielleicht nicht unbedingt im Reiseführer. Diese Touren sind nicht unbedingt dazu gedacht, um zu fotografieren, weil das wisst ihr selber, wenn man mit so einer Gruppe von 8, 9, 10 Leuten losgeht, das ist nicht ideal zum Fotografieren. Aber ihr lernt ein bisschen die Ecken kennen und könnt dann später nochmal alleine oder zu zweit dahin zurückkehren. Ja, und diese Touren sind letztendlich auch das, was ihr natürlich dann bezahlen müsst und worüber wir dieses Ganze finanzieren. Alles andere macht ihr so, wie ihr selber Lust habt. Ihr könnt zum Beispiel auch euren Partner mitbringen und sagen, an 1 oder 2 Tagen nehmt ihr an der Tour teil oder kommt mal abends auf einen Drink mit und die anderen 3 Tage geht ihr mit eurem Partner irgendwo hin oder ihr geht ins Hammam, zum Friseur, was auch immer. In Istanbul kann man so coole Sachen machen. Ja, wie gesagt, vom 30.04. bis 5.05. sind wir da. Ihr müsst natürlich auch nicht den ganzen Zeitraum da sein. Ihr könnt auch nur Teile davon nehmen. Details dazu, wo unser Hotel ist, das heißt, wo wir sind, damit ihr euch eventuell in der Nähe oder im gleichen Hotel was suchen könnt. Und Details zu den Touren, das findet ihr alles im Blogpost und bei mir im Shop. Im Shop, da könnt ihr natürlich dann die Touren buchen. Da findet ihr dann auch weitere Infos und ihr findet das schon. Also einfach diese Links hier unten anklicken und da findet ihr dann sämtliche weiteren wichtigen Informationen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon und ich glaube, Feyzi, der freut sich auch schon richtig. Hallo liebe Leute, ich bin der Feyzi. Ich bin hier gerade in Istanbul und mache tollen Winterurlaub mit meiner Familie. Ich freue mich jetzt schon, gemeinsam mit euch Ende April, Anfang Mai hier diese tolle Stadt am Bosporus zu entdecken, gemeinsame fotografische Erkundungen zu machen durch tolle Stadtteile wie Balat, Tarlabaşı, Eminönü und natürlich auch die Galata Bridge, die heute Morgen schon von den Fischern wie immer 24 Stunden genutzt wird, um Fische zu fangen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns alle gemeinsam Ende April, Anfang Mai. Ich freue mich. Leute, Istanbul to go 2019 mit Feyzi und mit mir. Wir sind schon mega gespannt auf euch und hoffen, dass eine ganze Menge Fotografen in der Stadt sein werden.